Beratung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Chancen des kostenlosen öffentlichen Personennahverkehrs nutzen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. Ich höre hierzu keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Als Erster hat das Wort der Kollege Dr. Anton Hofreitner für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit 8 Jahren ist die Luft in unseren Städten schmutziger als erlaubt. Seit 2015 ist der VW-Skandal bekannt. Seit vielen Jahren wissen wir, dass Tausende von Menschen Jahr für Jahr vorzeitig wegen schmutziger Luft sterben. Und was hat die Bundesregierung gemacht? Die Bundesregierung hat einen Brief an Brüssel geschrieben. In diesem Brief stehen ja auch nette Sachen drin, wie zum Beispiel die Idee des kostenlosen öffentlichen Personennahverkehrs, von der Sie selbst wieder abrücken. Aber was hat denn die Bundesregierung getan? Die Bundesregierung hat so wenig getan, dass jetzt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gehandelt hat. Wir erleben jetzt seit 8 Jahren Arbeitsverweigerung der Bundesregierung. Das ist skandalös und das muss sich dringend ändern. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe großes Verständnis dafür, dass die Autofahrer verunsichert sind, dass die Handwerker nicht mehr wissen, ob sie mit ihren überwiegend mit Diesel betriebenen Fahrzeugen weiter in die Städte fahren können. Aber was machen denn die Autokonzerne? Die Autokonzerne, wenn sie den Anstand hätten und auch etwas Weitblick, würden freiwillig die Nachrüstung bezahlen. Und sie könnten es sich auch leisten, denn die Autokonzerne haben im letzten Jahr allein und die großen Zulieferer 9 Milliarden Euro an Dividenden an ihre Aktionäre ausgeschüttet. Das heißt, sie haben Milliarden für Multimillionäre und Milliardäre, aber keine 1.500 Euro für ihre betrogenen Kunden. Das ist skandalös. Aber noch deutlich skandalöser ist, dass die Bundesregierung sie damit durchkommen lässt. Warum? Warum zwingen Sie nicht als Bundesregierung, als sich bildende große Koalition? Sie hätten doch hier eine Mehrheit. Warum zwingen Sie nicht die Autokonzerne, dass sie für den Schaden, den sie verursacht haben, aufkommen? Handeln Sie doch einfach. Machen Sie ein Gesetz. Inzwischen weiß man, dass nahezu alle Fahrzeuge nachrüstbar sind, dass der Schadstoffausstoß um 90% sinkt und damit auch die Hauptquelle verschwunden ist. Denn die Dieselabgase sind für über 70% der NOx-Verschmutzung in unseren Städten verantwortlich. Herr Kollege Hofreiter, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Von wem denn? Eines Abgeordneten der AfD-Fraktion. Ach Gott, ja. Nee, nee. Die Zwischenfrage ist kein... Ist keine aktuelle. Das ist keine aktuelle Stunde. Wir haben eine Sachdebatte. Also die Zwischenfrage ist zugelassen. Herr Hofreiter, Sie haben eben gesagt, die Autokonzerne hätten belogen und betrogen. Da würde mich jetzt noch mal interessieren, auf was genau beziehen Sie sich da? Soweit ich die Sache verstanden habe. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wo Sie sich die letzten 2 Jahre aufgehalten haben. Und es hilft auch, wenn man sich nicht nur in der ganz engen eigenen Filterblase aufhält. Und deshalb gibt es eine ganz einfache Lösung. Sie kaufen sich eine Zeitung und Sie schauen da rein. Was weiß ich, zum Beispiel die Süddeutsche. Oder auch die FAZ. Und dann lesen Sie einfach ganz entspannt nach und dann stellen Sie fest, dass die Grenzwerte im Schnitt zwischen 300, 400, 500 bei manchen Fahrzeugen 1.000% überschritten werden. Und das ist halt
nicht so gedacht. Und wenn Sie sich das dann noch mal genauer anschauen, dann lesen Sie halt noch mal nach, dann stellen Sie fest, dass VW eine illegale Software eingesetzt hat. Und das ist Betrug. Aber ich bin gerne bereit, zu Ihrer Aufklärung beizutragen. Und deshalb, ich glaube, Sie kriegen ja auch als Abgeordneter so ein gewisses Gehalt. Deshalb setzen Sie einen Teil des Gehalts dafür ein, kaufen Sie sich eine gute Zeitung, lesen Sie nach, dann müssen Sie hier nicht mehr nachfragen und uns die Zeit stehlen. Aber wie gesagt, wenn Sie weitere Sachfragen haben, ich stehe Ihnen gern bereit. Wie ich sagte, inzwischen wissen wir ja, dass jedes Fahrzeug nahezu nachrüstbar ist. Und wir erleben ja auch gerne, dass die CDU/CSU sich so ein bisschen darstellt als Partei für Law and Order, also für die Umsetzung von Recht und Gesetz. Und was ich mich da immer frage, ist, warum dann diese CSU-Verkehrsminister? Es sind ja gar nicht so wenig. Es war Herr Ramsauer, dann war es Herr Dobrindt, jetzt ist Geschäftsführer Herr Schmidt. Warum trauen sich die eigentlich nicht, Recht und Gesetz gegenüber den großen Konzernen durchzusetzen? Das wäre doch meine Aufgabe für Law and Order. Einfach mal ran an den Speck. Trauen Sie sich. Ich glaube, viele Menschen wären Ihnen sehr, sehr dankbar. Und jetzt blinkt da der Präsident. Ich glaube, es ist vorher bei der Frage weitergelaufen. Herr Kollege Hofreiter, ich habe angehalten bei der Frage sogar mehr, als es zulässig war. Aber weil ich die Rede so niedlich finde von Ihnen. Aber kommen Sie jetzt freundlicherweise wirklich dann zu. Dann komme ich jetzt ganz freundlich zum Schluss. Und deshalb, was ist notwendig? Notwendig wären drei Dinge. Eine blaue Plakette einführen, dafür sorgen, dass die Nachrüstung auf Kosten der Industrie umgesetzt wird und endlich wirklich Geld in Bus und Bahn zu stecken, damit es ausgebaut wird, dass man nicht, wenn man Bus und Bahn fahren will, da feststeckt, dass man das Gefühl hat, man braucht Pusher wie in Tokio. Das heißt, Geld für Bus und Bahn und die anderen beiden Maßnahmen und dann klappt es auch. Machen Sie sich ran, Sie würden uns alle etwas Gutes tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Hofreiter. Als nächster Redner für die Fraktion CDU/CSU der Kollege Michael Dohnt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Herr Hofreiter, nachdem Sie jetzt keine Silbe zu Ihrem eigenen Antrag gesagt haben, muss ich das jetzt übernehmen, aber machen wir auch noch. Nachdem ein generell kostenloser ÖPNV nicht finanzierbar ist und darüber hinaus womöglich auch zu unerwünschten Effekten führen kann, haben wir das ja, und das haben wir gerade letzte Woche an dieser Stelle in einer Aktuellen Stunde diskutiert, kommen wir heute schon wieder zum gleichen Thema. Wir diskutieren das Gleiche quasi nochmals in Grün. Diesen Montag fand ja, wie wir der Zeitung, danke Herr Hofreiter, entnehmen konnten, ein Gespräch der 5 ausgewählten Modellkommunen mit Vertretern des Umweltministeriums statt. Und nach diesem Gespräch oder in diesem Gespräch hat sich keine dieser 5 Städte für den kostenlosen Nahverkehr als Baustein zur Luftreinhaltung ausgesprochen. Ich denke, es macht keinen Sinn, ich zitiere jetzt mal Ihren Antrag, zusammen mit den Ländern und Kommunen ein Konzept für kostenlosen Nahverkehr voranzutreiben, wenn die Kommunen das doch gar nicht wollen oder für nicht sinnvoll oder zielführend halten. Deshalb ist es zielführender, das zusätzliche Geld für solche Maßnahmen zu verwenden, die passgenau für die Problemlage vor Ort und jeweils am sinnvollsten dort sind. Und genau das ist auch der Tenor aus dem Gespräch am vergangenen Montag. Interessant finde ich nebenbei, werte Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, dass Sie der Bundesregierung im Zusammenhang mit dem Brief an Kommissar Vella in den Medien Aktionismus vorgeworfen haben, weil nach Ihrer Ansicht, so war zumindest der Herr Krischer, der ja auch da ist, zu vernehmen, ein kostenloser ÖPNV das aktuelle Problem schmutziger Luft nicht lösen würde. Und heute nun, auch vom Herrn Krischer mit unterschrieben, sollen wir die Chancen des kostenlosen öffentlichen ÖPNVs nutzen.
Ja, was denn jetzt? Das ist doch Aktionismus. Herr Kollege Donn, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten? Okay. Aber grundsätzlich ist es ja erfreulich, dass Sie die Bundesregierung in Ihrem Antrag heute loben und diese vorgeschlagenen Maßnahmen zur Problemlösung für sinnvoll halten. Da bin ich in der Tat Ihrer Meinung. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam das Problem in den Griff und die Luft noch sauberer kriegen können. Und daran arbeiten wir ja bereits. Das Förderprogramm die Fördermaßnahmen aus dem Förderprogramm Saubere Luft ist für besonders betroffene Städte geschaffen worden und laufen bereits an. Darin ist vorgesehen die Digitalisierung der kommunalen Verkehrssysteme, intelligente Verkehrslenkung, Elektrifizierung von Bussen, Taxis, Carsharing-Autos und auch des Lieferverkehrs und die Nachrüstung von Dieselbussen. Damit können wir schon einen großen Teil des Verkehrs, der den ganzen Tag in unseren Innenstädten herumfährt, deutlich sauberer machen. Und deshalb brauchen wir dann auch nicht den Pendler aussperren, der nur morgens einmal in die Stadt rein und abends dann wieder hinausfährt nach Hause. Im Jahr 2017 ist die Zahl der Städte, die die Grenzwerte für Stickstoffdioxid in der Luft überschritten haben, weiter zurückgegangen. Von zuletzt 90 auf, ganz ist es noch nicht ermittelt, wahrscheinlich unter 70. Die Überschreitungen waren darüber hinaus weniger signifikant als im Jahr zuvor, wohlgemerkt ohne die Maßnahmen aus dem Sofortprogramm, die ich gerade aufgezählt habe. Wenn diese jetzt noch zusätzlich greifen werden, wird es einen weiteren spürbaren Fortschritt zur sauberen Luft ausmachen. Wir müssen zusammen mit den Ländern und Kommunen den öffentlichen Personennahverkehr weiter ausbauen und attraktiver machen, damit ihn noch mehr Menschen nutzen können und auch wollen. Um dies zu erreichen, ist es einfach nicht genug, nur ein kostenloses Ticket anzubieten, vielleicht auch kontraproduktiv. Wir wollten das ja austesten. Es gibt, um es zum Schluss zu sagen, nicht die Lösung, die wir als Bund für alle gleich vorschreiben sollen. Im Gegensatz zu den Grünen gehört für uns missionarischer Eifer in den Bereich der Religion und nicht in die Politik. Wir setzen auf kommunale Ideen in Reutlingen genauso wie in Essen. Wir wollen die Städte einbinden und nicht mit grüner Besserwisserpolitik Ihnen etwas überstülpen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Donn. Ich erteile das Wort zu einer Kurzintervention dem Abgeordneten Dr. Christian Jung, Freie Demokraten. Herr Donn, da Sie ja meine Frage nicht zugelassen haben, möchte ich jetzt so Sie fragen oder etwas bemerken. Sie haben ja gesagt, dass es sehr wichtig ist, die Kommunalpolitiker einzubinden. Ich hatte jetzt in Baden-Württemberg nicht den Eindruck, dass die Kommunalpolitiker in den ausgesuchten Modellstädten überhaupt von ihrem Glück gewusst haben. Es wurde ja gesagt, dass sie vom Bundeskanzleramt nächtlich angerufen worden seien. Vielleicht könnten Sie mir, weil der Herr Minister das gestern nicht beantworten konnte im Ausschuss, sagen als gut informierter Abgeordneter, wie eigentlich diese Modellstädte zusammengekommen sind. Ich frage mich zum Beispiel, man hätte ja zum Beispiel auch Freiburg auswählen können oder Karlsruhe oder auch Berlin. Also ich frage mich, ist da gewürfelt worden? Wie hat man die ausgewählt? Herr Kollege Donn, Sie dürfen antworten. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Jung. Das war ja schon auch Inhalt Ihrer Aktuellen Stunde vor einer Woche. Ich glaube, und darauf habe ich hingewiesen, es ist wichtig, dass wir die Kommunen einbinden. Und ich habe auch letzte Woche schon gesagt, dass wir auch diese Maßnahmen, die hier vorgeschlagen wurden, individuell und passgenau, ich habe von einem Instrumentenkasten gesprochen, der da ist, zusammen mit den Kommunen entwickeln. Und die ersten Gespräche haben bereits stattgefunden. Es werden weitere folgen. Die Kommunen waren im Übrigen ja auch aus diesen Modellkommunen bereits bei den Dieselgipfeln im Vorfeld dabei. Ich glaube, die Mischung, die nun herauskam an Städten und Gemeinden, was Größe angeht, was die Problematik der betroffenen Straßen angeht, was die Problematik der Schadstoffbelastung angeht, all das ist eine
zeigt in den 5 Modellkommunen, dass sie aus verschiedenen Bereichen zusammengestellt sind. Insofern beantwortet es sicherlich Ihre erste Frage. Und zweitens glaube ich, dass es, wie gesagt, wichtig ist, die Kommunen mit in die Lösung einzubinden. Und da ist nun ein weiterer Schritt gegangen. Herzlichen Dank. Als Nächstes in der Debatte erteile ich dem Kollegen Sebastian Hartmann für die Sozialdemokratie das Wort. So, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, fast müsste man sich ja bei den Grünen für den Antrag bedanken. Dann habe ich ihn gelesen und gesagt, da wäre doch eigentlich viel mehr drin gewesen. Wer ein so ambitioniertes Wahlprogramm geschrieben hat und dann schon in der Überschrift dann den Tacklingfehler macht und einfach daneben tritt, weil der Punkt lag doch schon, der Elfmeterball, der Punkt auf dem Elfmeterpunkt, hätten Sie dann doch einfach den Ball reinschießen müssen. Und da ist doch das Problem. Ich könnte mich aufregen, weil Sie sind einfach rausgestolpert und sagen, es geht um einen kostenlosen Nahverkehr. Nein, es geht darum, dass es einen eben freien Nahverkehr gibt und die Finanzierung durch den steuerfinanzierten Nahverkehr in Deutschland. Was machen Sie? Sie spielen gegeneinander aus, weil es gibt Leute, die haben den Gebrauchtwagen gekauft, das alte Fahrzeug, und fragen sich, wie sie jetzt pendeln, wie sie mobil bleiben können. Und dann wollen Sie ihn ausspielen gegen diejenigen, die dafür sorgen, dass man in Deutschland mobil bleiben kann, nämlich indem man einen vernünftigen Nahverkehr hat. Und der Nahverkehr ist doch ein Erfolgsmodell. 10 Milliarden Fahrgäste jedes Jahr, das sind die Zahlen des VDV. Und wir pendeln ein und aus in die Städte. Und jetzt geht die Bundesregierung hin und sagt, wir haben ein Problem, weil die EU vorweggibt, wir müssen die Luft reinhalten, wir müssen uns darum kümmern, dass man eben Gesundheitsschutz nicht gegen die Möglichkeit der Mobilität ausspielt. Und bezahlbare Mobilität wollen wir erhalten. Und es ist eine Vielzahl guter Vorschläge gemacht worden. Und es ist einfach schade, wie das zerredet worden ist. Es ist von den Grünen nicht vernünftig aufgenommen worden. Es geht nicht darum, den Nahverkehr kostenlos zu machen, sondern die Kommunen auf dem Weg dorthin zu unterstützen. Und ich teile übrigens auch die Kritik, an dem Verhalten mancher Kommunen. Wenn man in meine Heimatregion Bonn-Rhein-Sieg guckt, dann werden dort auch der Bonner Oberbürgermeister übrigens von Schwarz-Grün unterstützt, eingeladen, um diese Vorschläge zu diskutieren. Und das Ergebnis ist, dass bevor überhaupt diese Vorschläge vernünftig diskutiert worden sind, wird nach dem ersten Gespräch im Umweltministerium sofort eine Absage erteilt. Und ich glaube, das ist zu wenig, weil wir müssen Mobilität in Metropolräumen anders denken. Wir müssen neue Möglichkeiten schaffen und auch hier die Ansätze wählen, nämlich auch Pendlerinnen und Pendler aus dem Umland die Chance zu geben, entsprechend in die Metropolräume einzupendeln. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Gerne. Herr Hartmann, danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben eben sich darüber ausgelassen, dass der Antrag der Grünen-Fraktion nicht ausreichend sei. Das mag sein. Würden Sie mir dann die Frage beantworten, ob Ihnen aufgefallen ist, dass der Antrag übersetzt in die deutsche Sprache im Wesentlichen die Forderungen enthält, die die Bundesregierung an die EU-Kommission geschickt hat, die Vorschläge, mit der man versucht hat, das Vertragsverletzungsverfahren einzustellen? Und wären Sie dann mit mir einer Meinung, dass Sie offensichtlich der Auffassung sind, dass das, was die Bundesregierung vorgeschlagen hat, offensichtlich nicht ausreichend ist? Denn wenn Sie unseren Antrag als nicht ausreichend bezeichnen, dann sagen Sie auch das, was 3 Bundesminister, nämlich Herr Altmaier, Ihre Parteikollegin Frau Hendrickse und der geschäftsführende Verkehrsminister Herr Schmidt an die EU-Kommission geschrieben haben, dass das nicht ausreichend ist. Könnten Sie mir das bitte erläutern? Lieber Kollege Krischer, da sind ja mehrere Punkte drin. Der erste Punkt berührt das Selbstverständnis dieses Verfassungsorgans Deutscher Bundestag. Jetzt mag es eine geschäftsführende Bundesregierung geben, aber wir sind der Souverän, wir sind das deutsche Parlament und wir können eigene Vorschläge machen, deutlich darüber hinausgehen, was eine Bundesregierung vorschlägt. Und wir wissen, dass als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, insbesondere wenn man mit der CDU-CSU koalieren muss, dass bestimmte Dinge, die wir gerne hätten, noch nicht möglich sind. Dafür muss man dann die Verantwortung gehen, vor der Sie sich gedrückt haben. Weil 2013 waren Sie in der Chance, Schwarz-Grün zu machen. Sie haben sich weggeduckt, als wir Verantwortung übernommen haben. Und diese Verantwortung haben wir übernommen, indem wir mehr Geld in den Nahverkehr investiert haben. Die Erhöhung der Regionalisierungsmittel geht auf unser Konto. Das zahlt bei uns ein. Sie haben sich da weggeduckt.
die Entwicklung, die wir hinbekommen haben beim Gemeindeverkehrswegefinanzierungsgesetz, Sie haben gefragt, Sie kriegen jetzt auf alles eine Antwort. Die haben wir durchgesetzt. Wir wollten über das hinausgehen, was die Länder nicht erreicht haben in der Bund-Länder-Finanzvereinbarung. Und wenn wir schon bei dem Antrag der Grünen sind, der ist ja so hervorragend gewesen, dass der geschätzte Kollege Dr. Toni Hofreiter darüber gar nichts gesagt hat. Der hat nämlich im Wesentlichen über die entsprechende Entreicherung von vielen Millionen Besitzern von entsprechenden gebrauchten Kraftfahrzeugen, Dieselfahrzeugen gesprochen, hat aber nicht sich getraut, über diesen Antrag zu sprechen, weil eine simple Übersetzung an den entsprechenden Briefes der Bundesregierung an die Kommission ganz knapp vor dem Vertragsverletzungsverfahren ist nicht genug. Herr Kollege Hartmann, lassen Sie mich bitte mal kurz. Es wäre schön, wenn Sie einfach nur auf die Frage antworten. Ich respektiere, dass Sie Ihre Redezeit ausweiten wollen. Aber das ist nicht der Sinn einer Frage, einer Zwischenfrage und einer Antwort. Also die Antwort war ausreichend. Der Fragesteller hat sich bereits hingesetzt. Und dann kommen Sie bitte zu Ihrer weiteren Rede. Sehr geehrter Herr Präsident, ich möchte Ihnen nicht widersprechen, bin aber anderer Auffassung. Und ich sage zum Schluss, auch wenn die Redezeit weiterläuft, es steht hier Public Transport Free of Charge. Das kann man auch anders übersetzen, weil es gibt den kostenlosen ÖPNV nicht. Es gibt ihn nicht. Am Ende wird es um die Frage gehen, die Nutzerbeiträge in Form des Fahrgeldes zu ersetzen durch eine Steuerfinanzierung. Das finden wir bei der SPD-Bundestagsfraktion toll. Wir wollen, dass die 5 Modellstädte das auch annehmen. Wir verstehen allerdings nicht, wenn jetzt die Kommunen diese große Chance, zum Beispiel der Bonner Oberbürgermeister, getragen von Schwarz und Grün, diese Chance nicht ergriffen hat, das zunächst mal zu diskutieren. Lassen Sie uns doch nicht immer alles zerreden. Lassen Sie uns doch mal die Chance nehmen, zu sagen, es wird individuelle Mobilität geben, auch mit einem gebrauchten älteren Kraftfahrzeug, auf der sich Leute verlassen. Und auf der anderen Seite gibt es einen Nahverkehr, der es ermöglicht, zum Beispiel, dass wir 60.000 Busse und Bahnen haben, die dafür Sorge tragen, dass man auch in Metropolräumen mobil bleibt. Das muss man zusammendenken, das muss man zusammen machen. Und da glauben wir, es ist ein guter Aufschlag gewesen, diesen Brief an die Bundesregierung zu schreiben. Ich will ergänze zum Schluss der Bundesregierung zu schreiben an die EU-Kommission. Ich ergänze zum Schluss allerdings eins. Es wird nicht nur darum gehen, die Fahrgelderlöse entsprechend anders abzubilden. Es wird um einen massiven Ausbau des Infrastrukturansatzes gehen. Wir müssen mehr in Busse und Bahnen investieren. Wir müssen mehr für die Straßen tun und für die Schienen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir die Kommunen eben nicht alleine lassen, wenn es darum geht, entsprechend auch Hybridbusse, E-Busse zu finanzieren und die alten Dieselbusse aus den Städten herauszubringen. Herr Präsident, es blinkt, aber die Zeit ist noch nicht abgelaufen. Ihre Redezeit jedenfalls ist bedauerlicherweise abgelaufen. Aber es waren noch über 0 Sekunden, aber ich folge Ihrem Wort. Danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Debatte. Dankeschön. Herr Kollege Hartmann, ich bewundere Ihre langjährige parlamentarische Erfahrung. Mir nicht widersprechen zu wollen, ist dennoch zu tun. Ich akzeptiere auch, dass Sie die Sekunden mitgezählt haben. Gehen Sie davon aus, dass das Präsidium hier oben sehr großzügig war, auch bei der Beantwortung der gestellten Frage. Als nächstes für die Fraktion der AfD der Abgeordnete Wolfgang Biele. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Chancen des kostenlosen ÖPNV nutzen. Ein wenig habe ich mir die Augen gerieben, als ich den Titel dieses Antrags gelesen habe. Denn vor genau einer Woche haben wir dieses Thema ja schon in einer Aktuellen Stunde diskutiert. Ich habe Ihnen erklärt, dass es so etwas wie ein Free Lunch nicht gibt. Und wie der Kollege Hartmann es auch gerade sagte, wird es am Ende so sein, dass der Bürger das ganze Spektakel dann eben zahlt über Steuern und Abgaben, wenn er keine Fahrscheine mehr kaufen muss. Die Bundesregierung war schon dabei, dass vollmundige Versprechen des kostenlosen Nahverkehrs wieder zurückzuziehen. Und am Montag haben dann auch noch alle 5 von den ausgesuchten Modellstädten erklärt, dass sie den kostenlosen ÖPNV jetzt gerade nicht in ihr Programm aufnehmen wollen. Wollen Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Grünen Fraktion, die gerade wieder wachgekitzelte 68er-Träumerei vom Nulltarif weiter am Leben erhalten in der Debatte? Wer Ihren Antrag genauer liest, merkt schnell, dass Sie wohl selbst begriffen haben, dass das nicht weiterführt. Also sind Sie dazu umgeschwenkt, die Brüsseler Drohung mit einem Vertragsverletzungsverfahren, mit einem politischen Kotau zu begegnen, mit olympischen Höchstnoten in korrekter Haltung. Was hat das denn mit diesem Vertragsverletzungsverfahren auf sich?
Die EU-Kommission überzieht damit 12 Staaten, in deren Städten Stickoxid-Grenzwerte überschritten werden. Höchst ambitionierte Grenzwerte. Ich zitiere hier den Kollegen Wittke von der CDU. Statt den Kotau zu machen, muss man die ganze Sache aber erst einmal hinterfragen. Der Grenzwert von 40 Mikrogramm NOx pro Kubikmeter Luft geht offensichtlich auf eine Empfehlung der WHO zurück. Diese hat aber nur epidemiologische Rechnungen mit großen Sicherheitsmargen durchgeführt, aber eben keine medizinisch-wissenschaftlichen Untersuchungen. Bei der Festlegung dieses Grenzwertes in der EU wussten möglicherweise nur ein paar grüne Strippenzieher wirklich ganz genau, was sie da taten. Die amerikanische Umweltbehörde EPA dagegen, meine Damen und Herren, die sicher nicht lasch ist, betrachtet unterhalb von 100 Mikrogramm die Luftqualität als gut. Das ist das 2,5-fache des europäischen Werts. Bei uns wird nun der ganz große Hebel durch die Gerichte angesetzt, um die 40 Mikrogramm durchzusetzen, koste es, was es wolle. Deshalb haben wir jetzt die Diskussion über die Dieselfahrverbote. Die Wirtschaft ist in Aufruhr und es gibt eine riesige Verunsicherung bei 13 Millionen Dieselbesitzern über den Wertverlust ihrer Autos. Es geht da, meine Damen und Herren, um zweistellige Milliardenbeträge. Da kann das Bundesverwaltungsgericht dreimal die Verhältnismäßigkeit der Mittel bei der Verhängung von Fahrverboten verlangen. Meine Damen und Herren, auf der politischen Ebene hat diese Diskussion längst jede Verhältnismäßigkeit verloren. Die EU tritt in dieser Sache jetzt wie ein Obrigkeitsstaat auf. Aber auch die Akteure auf der EU-Ebene müssen die Verantwortung für das Chaos tragen, das jetzt in der Praxis die anscheinend nicht umsetzbaren Grenzwerte anrichten. Was heißt das für das Vertragsverletzungsverfahren? Auch der Grenzwert selbst, meine Damen und Herren, muss überprüft werden. Verlangen wir doch das zusammen mit den anderen betroffenen Staaten. Auch dazu müssen wir im Sinne des Antrags der Grünen die Bundesregierung auffordern. Gleichzeitig muss der vernünftige Teil der vorgeschlagenen Maßnahmen für Luftverbesserung umgesetzt werden, wie die Nachrüstung bestimmter Fahrzeuge und die Erneuerung veralteter Fahrzeugflotten. Übrigens, Herr Kollege Hofreiter, wenn Sie die Zeitung genau lesen, ein Autohersteller hat betrogen. So kann man den drohenden Fahrverboten am besten begegnen. Und dass die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das in ihren Antrag schreibt, drohenden Fahrverboten entgehen, erkenne ich ausdrücklich an. Aber gerade Ihnen empfehle ich dazu einen einfacheren Weg. Rufen Sie doch mal Ihre Parteifreunde im rot-grünen Hamburger Senat an und sagen Sie denen, dass sie den Unsinn mit den Hamburger Fahrverboten sein lassen sollen. Ich fasse zusammen. Die Alternative für Deutschland ist bei maßvollen Ansätzen sofort und gerne dabei. Beim kostenlosen öffentlichen Nahverkehr sind wir äußerst skeptisch und bei Fahrverboten ganz dagegen. Vielen Dank, Herr Kollege Wiele. Als Nächster hat für die Freien Demokraten der Kollege Thorsten Herbst das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei der Rede vom Kollegen Hofreiter war ich gleich doppelt verwundert. Einmal, warum er an seinem Antragsthema vorbeigeredet hat, und zum Zweiten, da er offensichtlich ein Kunststück vollbringen wollte, nämlich mit dem Thema kostenloser ÖPNV, ein totes Pferd noch einmal reiten. Das schaffen auch wirklich nur die Grünen, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung hat sich mit ihrem Vorschlag bereits einmal blamiert, weil die angeblich auserkorenen Modellstädte ja diesem Vorschlag gar nicht folgen wollen. Und nachdem das Thema tot ist, springen Sie mit voller Begeisterung in die Fußstapfen der Bundesregierung. Grüne Ideologie, aber mit Praxis und Realitätssinn hat das nichts zu tun. Und natürlich können wir hier über saubere Luft diskutieren. Ich glaube, Sie finden keinen Parlamentarier hier im Plenum,
der nicht der Meinung ist, dass wir saubere Luft wollen. Aber angesichts Ihres Redebeitrags, Herr Hofreiter, habe ich ja gar nicht den Eindruck, dass es Ihnen wirklich um saubere Luft geht. Ich habe den Eindruck, für Sie ist das Feindbild der Autofahrer und die individuelle Mobilität, und Sie wollen nicht ruhen, bis das letzte Auto stillgelegt ist. Das ist nicht unser Ansatz. Und das Schöne ist ja angesichts der vielen Fraktionen, dass man die Unterschiede gut sieht. Ich meine, Sie wollen mit dem Ökoholzhammer den Autofahrer als Feindbild erziehen, sein Auto stehen zu lassen. Wir wollen individuelle Freiheit ermöglichen und jedem Bürger die Entscheidung überlassen, wie und mit welchem Verkehrsmittel er sich fortbewegt. Ja, und Sie lachen über Ihren eigenen Antrag, weil Sie merken jetzt, dass er halt keine Grundlage hat. Und wundern Sie sich nicht eigentlich, dass selbst die vorgeschlagenen Modellstädte den Vorschlag des 100% steuerfinanzierten ÖPNV ablehnen, weil sie zu Recht argumentieren, dass es um ganz andere Sachen geht in Sachen attraktiver ÖPNV. Es geht um kurze Taktzeiten, es geht um moderne Fahrzeuge, es geht um bequeme Umsteigemöglichkeiten, es geht um eine einfache Tarifstruktur und digitale Tickets. All das würde den ÖPNV viel, viel attraktiver machen als die angebliche Kostenfreiheit. Und im Übrigen folgen Ihnen ja nicht nur die besagten Städte nicht, auch die Verkehrsunternehmen selbst. Haben Sie das mal hinterfragt? Ich komme aus Dresden. Wir haben ein sehr leistungsfähiges Verkehrsunternehmen. Die Dresdner Verkehrsbetriebe gehören bundesweit zu den besten, die auch viele Einnahmen über Ticketverkäufe generieren. Und was sagt dort der Vorstand? Er sagt, wir befürchten, dass die Kundenorientierung verloren geht, wenn wir kostenlos werden. Er sagt wortwörtlich, wir als DVB wollen durch Qualität punkten und nicht dadurch kostenlos zu sein. Recht hat der gute Mann. Und wenn wir über saubere Luft reden, vielleicht sollten wir mal in größerem Zusammenhang denken und nicht nur den Öko-Holzhammer gegen Autofahrer und die Autoindustrie schwingen. Setzen wir doch auf technische Innovation statt Verbote und setzen wir auf vernetzte Verkehre statt Autohass. Das ist genau der Unterschied zwischen Ihrem Ansatz und unserem, meine Damen und Herren. Und wenn man vernetzt denkt und größer denkt, dann merkt man, es ist ein ganzes Paket von Maßnahmen, was unsere Innenstädte noch attraktiver machen kann. Natürlich ist es ein attraktiver ÖPNV, der gehört dazu, aber es sind auch neue digitale Mobilitätskonzepte. Solange wir ein Personenbeförderungsgesetz haben, was diese neuen Angebote unterdrückt, meine Damen und Herren, müssen wir uns nicht wundern, dass die Gesamtattraktivität niedriger ist, als wir uns das vielleicht wünschen. Herr Kollege Herbst, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Von? Aber immer gern. Herr Kollege Herbst, wir haben ja eben schon vom Kollegen Krischer dargestellt bekommen, dass es sich bei dem Antrag um den Brief der Bundesregierung an die Europäische Union handelt. Wenn Sie nun aus diesem Antrag herleiten, dass die Grünen das Auto hassen und all diese weiteren Ausführungen, die Sie da getan haben, haben Sie die Frage provoziert, ob Sie der Bundesregierung damit die gleiche Einstellung unterstellen? Also ist Ihre Behauptung in Ihrem Redebeitrag, dass die Bundesregierung aus SPD, CDU und CSU wie die Grünen aus Ihrer Perspektive das Auto hassen, oder ist das nur Quatsch, den Sie mal sagen wollten, weil Sie gerade vorne am Pult standen Zeit hatten? Herr Kollege, es wäre nett, Sie würden stehen bleiben. Ja, das ist ganz einfach. Zum einen hätte ich gedacht, dass Sie ein bisschen mehr Kreativität haben, als nur Copy und Paste von der Bundesregierung zu machen. Das hätte ich zumindest von Grünen erwartet. Und zum Zweiten, ja, ich finde, der kostenlose ÖPNV war eine Schnapsidee der Bundesregierung. Und dass diese Idee auf Ablehnung gestoßen ist bei den Kommunen, denen das vorgeschlagen wurde, spricht der Bände. Und wie ich gerade sagte, es geht darum, ein attraktives Gesamtpaket zu machen, wie wir zukünftig urbane Mobilität organisieren. Und dazu gehört es eben auch dazu, den Verkehr wieder rollen zu lassen und nicht funktionierende Hauptstraßen zurückzubauen, liebe Grüne. Weil dadurch entstehen Staus, dadurch entstehen mehr Emissionen. Wenn Fahrzeuge rollen, haben wir auch weniger Emissionen. Vielen Dank, Herr Kollege Herbst. Ihre Redezeit ist bedauerlicherweise zu Ende. Ja, meine Damen und Herren, wie gesagt, Sie sehen, wir setzen nicht auf einen steuerfinanzierten, sondern auf einen besseren und leistungsfähigeren ÖPNV. Vielen Dank. Als Nächstes für die Fraktion Die Linke der Kollege Andreas Wagner. Und es ist seine erste Parlamentsrede. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger,
Es ist ein Armutszeugnis für die Bundesregierung, dass Gerichtsurteile notwendig sind, um die Gesundheit der Bevölkerung vor Schadstoffbelastungen zu schützen. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts macht das Versagen der Bundesregierung deutlich. Weil die Bundesregierung vor der Autolobby eingeknickt ist, drohen jetzt Fahrverbote für Dieselautos. Ausbaden sollen es die Verbraucherinnen und Verbraucher. Ich sage Ihnen, das geht gar nicht. Für wen machen Sie eigentlich Politik? Für die Bürgerinnen und Bürger oder für die Interessen der Autoindustrie? Es kann und darf doch nicht sein, dass die Menschen, die im guten Glauben ein scheinbar sauberes Auto kauften, jetzt den Schaden haben. Wer Abgaswerte manipuliert, der muss auch den Schaden beseitigen. Deshalb, die Autoindustrie muss die Hardware der betroffenen Autos auf eigene Kosten nachrüsten, um den Ausstoß von Schadstoffen zu senken. Und wenn sie das nicht aus Anstand und freiwillig macht, muss man sie eben dazu verpflichten. Ein Weiter-so kann es und darf es auf jeden Fall nicht geben. Wenn wir den Gesundheits- und Klimaschutz ernst nehmen, dann ist es mit dem Nachrüsten von Autos jedoch nicht getan. Wir brauchen ein grundlegendes Umdenken in der Verkehrspolitik. Verstopfte Straßen in den Innenstädten lassen sich nicht beseitigen, indem Autos durch schadstoffarme Autos ersetzt werden. Wir müssen den Verkehr anders organisieren. Und dabei müssen wir auch auf die Menschen Rücksicht nehmen und im Blick behalten, die kein Geld für ein Auto haben oder aufgrund des Alters oder gesundheitlicher Einschränkungen nicht Auto fahren dürfen. Wir brauchen mehr Platz und Sicherheit für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer und eine Verbesserung des Angebots von Bussen und Bahnen. Und da gibt es viel zu tun, meine Damen und Herren. Hören Sie sich mal bei den Fahrgästen um. Hier ein Eintrag aus einem Forum, in dem sich Fahrgäste aus dem Raum München austauschen. Ich zitiere: Eigentlich bin ich überzeugter ÖPNV-Nutzer. Allerdings hat sich die Zuverlässigkeit der S7 in den letzten 2-3 Monaten derart verschlechtert, dass ich mir wohl wieder ein Auto anschaffen werde. Das andauernde Zu-spät-Kommen kann ich mir beruflich nicht leisten. Das kann es ja wohl nicht sein. Wenn wir wollen, dass mehr Menschen ihr Auto stehen lassen und mit Bus und Bahn fahren, müssen wir die Attraktivität von Bussen und Bahnen verbessern. Wir brauchen mehr Verlässlichkeit und Pünktlichkeit, kurze Taktzeiten, übersichtliche Fahrpläne, ein attraktives Tarifsystem, den Nulltarif. Es ist unsere Aufgabe, die Voraussetzungen zu schaffen, dass mehr Menschen mit Bussen und Bahnen befördert werden können. Das Angebot öffentlicher Verkehrsmittel muss ausgebaut werden. Und ganz wichtig, auch ländliche Regionen müssen angebunden werden. Und dafür muss der Bund den Ländern und Kommunen die erforderlichen finanziellen Mittel bereitstellen. Endlich, wirklich endlich, kommt dieses wichtige Thema auch in der Bundespolitik in den Fokus. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte des Landrats in meinem Wahlkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Er sagt dies, nachdem bekannt wurde, dass die Bundesregierung über einen Nulltarif im öffentlichen Personennahverkehr nachdenkt. Recht hat er, die Debatte über einen Nulltarif ist längst überfällig. Wir wollen, dass Fahrkartenautomaten und die oft komplizierten Tarifsysteme der Vergangenheit angehören. Und es gilt, einfach einsteigen. Und ja, der Nulltarif lässt sich finanzieren. Ein Konzept haben wir bereits hierzu vorgelegt. Frau Ministerin Hendricks, Herr Minister Schmidt, Herr Minister Altmaier, wir nehmen Sie beim Wort. Es darf nicht beim Nachdenken über den Nulltarif für den öffentlichen Personennahverkehr bleiben. Wir wollen Taten sehen. Bringen Sie den Nulltarif auf den Weg und legen Sie zügig ein Umsetzungs- und Finanzierungskonzept vor. Vielen Dank. Herr Kollege Wagner, herzlichen Dank. Als nächstes für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Oliver Wittke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich möchte zu Beginn meine Freude zu Protokoll geben, dass offenbar die Begeisterung bei der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen über den neuerlichen Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Luft in Deutschland von Seiten der Bundesregierung so groß war, dass sie ihn zum Antrag in der heutigen Plenarsitzung erhoben hat. Herzlichen Dank dafür, dass wir die Gelegenheit haben, darüber zu diskutieren. Ich sage das auch deshalb, weil sich in den vergangenen Jahren die Luftqualität in Deutschland deutlich verbessert hat.
Und wer das ignoriert, will entweder nicht sehen, will das nicht wahrnehmen oder er führt böse Absichten im Schilde. Die Schwefeldioxidbelastung hat sich seit 1990 in Deutschland um 94% reduziert. Beim Kohlenmonoxid sind es 79% weniger, beim Staub sind es 82% weniger, bei den flüchtigen organischen Verbindungen sind es 70% weniger und bei den NOx-Belastungen haben wir einen Rückgang um 59% zu verzeichnen. Wer das nicht bereit ist zu akzeptieren und zu sehen, ist ignorant und kann keine seriöse Politik machen. Und wenn Sie es ganz aktuell haben wollen, weil wir ja in diesen Tagen viel über das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes diskutieren, die Anzahl der Städte, die die ambitionierten Grenzwerte der Europäischen Union nicht einhalten, hat sich von 2016 nach 2017 um über 20 reduziert. Das ist ein großer Erfolg und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, im Übrigen ist es ja nicht das erste Papier und der erste Maßnahmenkatalog, den die Bundesregierung vorgelegt hat und jetzt der Europäischen Union zugestellt hat, sondern ich will daran erinnern, dass wir im Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020 Maßnahmen auf den Weg gebracht haben in einem Gesamtvolumen von über 1 Milliarde Euro, die ebenfalls ihre Wirksamkeit entfalten werden. Und darum, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, bin ich absolut sicher, wir werden es auch in diesem Jahr schaffen, die Anzahl der Städte, die die Grenzwerte nicht einhalten, noch einmal drastisch zu reduzieren, ohne Fahrverbote, ohne radikale Maßnahmen, ohne das, was Sie fordern, nämlich eine kalte Enteignung der Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland. Wir werden die Elektrifizierung des Verkehrs vorantreiben. Wir werden die Dieselbusse im ÖPNV ebenso nachrüsten wie Kommunalfahrzeuge. Und wir werden über die Digitalisierung des Verkehrs ebenfalls große Effekte erzielen. Und darum, die ein oder andere Debatte, die in diesen Tagen geführt wird, scheint mir eine Debatte zu sein, die an den Realitäten vorbeigeht, die nicht bereit ist zu akzeptieren, welche großen Fortschritte wir gemacht haben, sondern die versucht, einen Feldzug gegen eine Technologie, nämlich in diesem Fall die Dieseltechnologie, weiter voranzutreiben und die sich am Ende gegen das Auto an sich richtet und nicht darum geht, tatsächlich die Luftqualität in unserem Land zu verbessern. Wir werden uns nicht davon beirren lassen, mit Augenmaß und im Interesse der Autofahrerinnen und Autofahrer unsere Politik der Verbesserung der Luftqualität in Deutschland fortzusetzen. Und ich freue mich auf die Debatten, die wir hier in 4 oder 5 oder 6 Jahren führen. Denn dann werden Sie sehen, wird sich die Luftqualität in Deutschland so weiter verbessert haben, wie wir es in den letzten Jahren erlebt haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Wittke. Als nächstes für die Fraktion der SPD der Kollege Matthias Stein mit seiner ersten Parlamentsrede. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher. Ich kenne ja die Gepflogenheiten als neuer Abgeordneter in diesem Haus noch nicht, aber als ich dann den Antrag der Grünen gelesen habe, da bin ich doch sehr erstaunt gewesen. Ich habe immer gedacht, die Opposition hat die Aufgabe, die Regierung sehr hart zu kritisieren, aber wenn man den Antrag liest, dann ist das ja nur ein Bekenntnis dazu, dass die Bundesregierung das weitermachen soll, was sie in diesem Brief angekündigt hat. Und das ist etwa so, als wenn man einen Hahn morgens auffordert zu krähen. Und das verwundert mich doch sehr. Selbstverständlich freuen wir uns als SPD-Fraktion, dass Sie die Bundesregierung in ihrer Position unterstützen, dass Sie Barbara Hendricks unterstützen, den Kollegen Schmidt unterstützen und den Kollegen Altmaier unterstützen, denn es sind wichtige Punkte in dem Brief aufgeführt. Die Elektromobilität muss in Deutschland weiter stärker zielorientiert ausgebaut werden. Der ÖPNV muss noch deutlich attraktiver gestaltet werden und da ist die Kostenfreiheit, die Gebührenreduzierung auch nur ein wesentlicher Punkt. Und es muss vor allen Dingen eine Hardwareumrüstung von Fahrzeugen geben, die zu viel NOx ausscheiden. Die Automobilindustrie darf aus unserer Sicht nicht aus der Verantwortung gelassen werden. Zumindest die Euro 5 und Euro 6 Fahrzeuge müssen
umgerüstet werden. Die Automobilindustrie sollte auch überlegen, ob sie die Kaufprämien für Altfahrzeuge deutlich erhöht, damit auch Menschen, die nicht so viel Kaufkraft haben, in die Lage versetzt werden, die Fahrzeuge umzurüsten und umzutauschen. Was mir allerdings bei dem Antrag der Grünen tatsächlich fehlt, ist die Frage, wo sie denn eigene Ideen haben für eine Verkehrswende, wo sie eigene Ideen haben, sondern sie haben da ja nur in diesem Antrag geschrieben, das, was sie wollen. Und da gibt es ja einige Ideen, wenn man mit den Kommunen spricht, die sinnvoll sind, um die Luftverschmutzung zu reduzieren. Und wenn man im Wahlkreis unterwegs ist, und mein Wahlkreis ist Kiel, wir sind auch betroffen von dieser Situation, und spricht dort mit den Ratsherren und Ratsfrauen und dem Oberbürgermeister, wird man feststellen, dass es viele andere Maßnahmen gibt, die notwendig sind. In Kiel brauchen wir zum Beispiel eine Emissionsschutzwand, um an dieser belasteten Straße die Reduzierung für die Bürgerinnen und Bürger zu reduzieren. Leider ist das in dem Förderprogramm des Bundes bisher nicht vorgesehen. Und das wäre ein Punkt, der sicherlich auch wichtig wäre. Ein weiterer Punkt, den mir im öffentlichen Nahverkehr die Unternehmen sagen, wir haben jetzt Umrüstung vollzogen in Hybridfahrzeuge, die 30% weniger Schadstoffe ausstoßen. Die würden gerne Elektromobile kaufen, also Elektrobusse kaufen. Leider gibt es die zurzeit nicht so auf dem Markt, wie das notwendig gewesen wäre. Und insofern glaube ich, sollte man auch durchdenken, ob für eine Zeit von 2 Jahren zur Emissionsminderung auch eine Förderung weiter von Hybridbussen vorgesehen ist. Das, was ich allerdings noch vermisst habe beim Kollegen Hofreiter, der ja sehr vorbildlich, ich habe ihn neulich gesehen, wie er mit dem Fahrrad richtig auf der Dorotheenstraße relativ flott unterwegs war. In ihrer Rede kam die Förderung des Fahrradverkehrs gar nicht vor. Denn was nützt ein kostenloser ÖPNV, wenn die Fahrradfahrer plötzlich in die überfüllten ÖPNV-Busse steigen? Und insofern glaube ich, dass die Bundestagsfraktion der Grünen vielleicht sich noch mal erweichen sollte, uns zu folgen und den Antrag im Ausschuss zu beraten. Das wäre wirklich ein Segen. Dann können wir uns auch über die Konzepte streiten. Vielen Dank. Herr Kollege Stein, ganz herzlichen Dank. Das war eine Punktlandung, wenn ich das anmerken darf. Als Letzter in dieser Debatte rufe ich auf den Kollegen Steffen Bilger für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich kann sagen, den Vorschlag, kostenlosen ÖPNV einzuführen, kann man durchaus ja mal prüfen. Der ist in Ordnung als Versuch in bestimmten Kommunen, aber aus meiner Sicht ist es nicht sinnvoll, einen kostenlosen ÖPNV im gesamten Bundesgebiet einzuführen und noch nicht einmal in jeder der von den Problemen bei der Luftreinhaltung besonders betroffenen Kommunen. Schließlich haben wir genügend U- und S-Bahnen, die schon heute zu den Hauptverkehrszeiten überfüllt sind, und auch die internationalen Erfahrungen sind ja durchaus durchwachsen. Die Debatte über dieses Thema zeigt auch, individuelle, kommunale Lösungen sind das Beste. Der Oberbürgermeister oder der Gemeinderat einer jeden Stadt weiß doch selbst am besten, wo man vor Ort ansetzen muss. Manche Städte haben zu lange gebraucht, bis sie sich mit dem Problem Luftreinhaltung konkret beschäftigt haben, aber nun sind doch alle mit Hochdruck dabei, Lösungen zu erarbeiten. Und gerade weil kommunale Lösungen das Beste sind, lehnen wir auch die vorhin ja auch wieder geforderte blaue Plakette ab. Die Einführung der blauen Plakette würde bedeuten, dass Millionen von Fahrzeugen blaue Aufkleber bekommen müssten und aber auch, dass Millionen von Fahrzeugen eben keinen blauen Aufkleber bekommen würden. Höchstwahrscheinlich würden die blaue Plakette zu ganzjährigen Fahrverboten führen für Millionen von Autofahrern. Sollte es zu individuellen kommunalen Fahrverboten kommen, könnten diese zeitlich begrenzt werden. Die blaue Plakette hingegen wäre ein ganzjähriges Fahrverbot und damit die schlechtere, unverhältnismäßige Alternative. Zudem, meine Damen und Herren, würde die blaue Plakette den Wertverlust bei vielen Autos noch einmal verschärfen. Das sind gute Gründe, weshalb wir gegen die Einführung der blauen Plakette sind. Zumal, wenn nun alle entschlossen an der Einhaltung der Grenzwerte arbeiten, brauchen wir in 2 oder 3 Jahren hoffentlich in keiner einzigen Stadt mehr über Fahrverbote nachzudenken. Herr Kollege Bilger, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen? Sehr gerne.
Dank. Sie haben eben gesagt, die Städte oder einige Städte hätten nicht genug getan. Die Bundeskanzlerin hat sich ebenso geäußert. Der ehemalige Verkehrsminister Dobrindt von der CSU hat auch auf die Städte verwiesen, die zu wenig getan haben. Ich habe das so in Erinnerung, dass nicht die Städte der deutschen Automobilindustrie den Betrug haben durchgehen lassen, dass nicht die Städte sich gewehrt haben gegen effektive Abgaskontrollen und dagegen, dass eine Hardware-Nachrüstung stattfindet, sondern dass das allein die Bundesregierung war. Und die Einzigen, die was für Radverkehr und Nahverkehr getan haben, waren die Städte. Geben Sie mir da recht? Frau Kollegin, ich habe ja gerade ausgeführt, dass die individuellen kommunalen Lösungen das Richtige sind. Die ganzen Städte sind nicht miteinander vergleichbar. Düsseldorf ist mit Stuttgart nicht vergleichbar. Alle anderen betroffenen Städte sind auch nicht so ohne weiteres miteinander vergleichbar. Und ich darf mal in Erinnerung rufen, als wir beispielsweise das Elektromobilitätsgesetz eingeführt haben, da waren es leider viele Kommunen, die von den ganzen Möglichkeiten, die damit kommunal freundlich gemacht wurden, nicht Gebrauch gemacht haben. Also es hätte doch in vielen dieser noch 70 betroffenen Städte deutlich früher mehr passieren müssen. Da kann ich auch die Landeshauptstadt Stuttgart anführen, die lange gebraucht hat, um wirklich die nötigen konkreten Maßnahmen einzugehen für eine nachhaltigere Mobilität, um die Feinstaubprobleme und die Stickoxidprobleme zu lösen. Herr Kollege, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Von Herrn Grischer besonders gerne. Die Uhr. Herr Bilger, danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, aber ehrlich gesagt finde ich das hier ein Stück weit zynisch, was Sie hier von sich geben, weil 70% der zu hohen Stickoxidbelastung in unseren Innenstädten kommt aus Diesel-PKWs. Und diese Diesel-PKWs haben deshalb eine zu hohe Belastung, weil Automobilindustrie getrickst und betrogen hat und weil Ihre Bundesregierung das zugelassen hat und seit 3 Jahren überhaupt nichts unternommen hat. Und jetzt das auf die Verantwortung der Kommunen zu schieben, ist wirklich das Allerletzte, dass Sie das bei denen anlanden, die nicht dafür die Verantwortung tragen. Und weil das, was passieren müsste, ist, dass Ihre Bundesregierung, die alte und jetzt die neue Große Koalition, dass die endlich sich darum kümmert, dass die Autoindustrie verpflichtet wird, den Fehler, den sie gemacht haben, das Tricksen und Betrügen, das sie gemacht haben, durch Nachrüstungen zu reparieren auf ihre Kosten. Und das kann nicht bei Millionen Dieselfahrern und nicht bei den Kommunen abgeladen werden. Das ist ehrlich gesagt ein Unding, was Sie hier von sich geben. Herr Grischer, da haben Sie mich mal wieder falsch verstanden, vielleicht weil Sie auch nicht richtig zugehört haben. Ich schiebe in keinster Weise die komplette Verantwortung auf die Kommunen. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass sich einige Kommunen sehr lang Zeit gelassen haben, die Probleme bei der Luftreinhaltung anzugehen. Und ich glaube, das ist eine Tatsache, die sich nicht bestreiten lässt. Jeder muss seiner Aufgabe nachgehen. Das heißt, dass wir als Bund natürlich eine Verantwortung haben, die Länder genauso, natürlich die Automobilindustrie, selbstverständlich, die müssen wir daran auch immer wieder erinnern. Aber jeder sollte an seiner Stelle arbeiten, dass wir die Grenzwerte einhalten und die Probleme bei der Luftreinhaltung lösen. Ich will mal hinzufügen zu den Beispielen, die heute schon in der Debatte genannt wurden, das aktuelle Beispiel vom Stuttgarter Neckartor. Im Januar, Februar 2017 31 Grenzwertüberschreitungen beim Feinstaub. Jetzt aktuell, Januar, Februar 2018, 11 Grenzwertüberschreitungen. Zulässig sind 35 Grenzwertüberschreitungen. Im Jahr 2017 waren es in Stuttgart im Neckartor 45 noch insgesamt. Das Problem Feinstaub ist also in Stuttgart hoffentlich bereits dieses Jahr gelöst. Und auch bei den Stickoxiden wird die Situation immer besser. Meine Damen und Herren, das Bundesverwaltungsgericht hat ein Urteil gefällt, das uns vor große Herausforderungen stellt. Es hat aber auch ein Urteil gefällt, das den Freunden schneller Fahrverbote nicht gefallen kann. Denn es gibt keine sofortigen Fahrverbote. Das Verwaltungsgericht hat gesagt, die Verhältnismäßigkeit ist zu beachten. Die Situation von Anwohnern und Gewerbetreibenden muss besonders berücksichtigt werden. Und im Koalitionsvertrag haben wir uns auf den Umgang mit dem Thema Fahrverbote und Luftreinhaltung verständigt. Im Übrigen, Frau Hendricks, steht im Koalitionsvertrag von der blauen Plakette nichts. Was haben wir festgehalten? Klar, wir wollen Fahrverbote vermeiden, wir wollen die Luftreinhaltung verbessern, wir werden die Kommunen weiter unterstützen, dafür wird auch das nötige Geld zur Verfügung stehen, wir werden den ÖPNV ausbauen, wir prüfen Nachrüstung der Hardware. Im Übrigen wird bei
Dieselbussen ja bereits die Hardware nachgerüstet. Es wird weitere Förderprogramme für nachhaltige Mobilität geben. Die Elektromobilität wird einen massiven Schub bekommen. Und wir werden Möglichkeiten schaffen, dass Länder und Kommunen verbindliche Vorgaben und Emissionsgrenzwerte erlassen können für den gewerblichen Personenverkehr wie Busse, Taxen, Mietwagen, Carsharing, Fahrzeuge sowie für Lieferdienste. Wir setzen also dort an, wo es besonders viel Sinn macht. Meine Damen und Herren, was Sie von den Grünen mit der deutschen Umwelthilfe veranstalten, das ist ein Kampf der Vergangenheit. Mir ist es lieber, die Zukunft zu gestalten. Vielen Dank, Herr Kollege Bilger. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 977 mit dem Titel Chancen des kostenlosen öffentlichen Personennahverkehrs nutzen. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen der CDU, CSU, SPD und FDP wünschen Überweisung zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie mitberatend an den Innenausschuss, den Finanzausschuss und den Haushaltsausschuss. Wir stimmen nach ständiger Übung zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Ich frage deshalb, wer stimmt für die beantragte Überweisung? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Dann ist die Überweisung so beschlossen, gegen die Stimmen von Bündnis 90 Die Grünen bei Zustimmung aller anderen Fraktionen des Hauses. Damit stimmen wir heute über den Antrag auf Drucksache 977 in der Sache nicht ab. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 18a bis 18